Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario 3D World. In der letzten Folge haben wir, ich nenne es jetzt mal Bowsers, die letzte Welt betreten und die ersten drei Level davon gespielt. Vier. Die ersten drei, dieses ist anscheinend irgendein Zusatzding, was nicht als eigenes eigene Levelzahl hat. Aber egal, auf jeden Fall spielen wir jetzt weiter. Und ich denke, wie nenne ich diese Welt? Weil Bowsers Welt nee, ist nicht. Ich nenne es Bowsers Freizeitpark, nennen wir es so. Mit wem starten wir denn eine geheimnisvolle Pfade? Toad! Ich muss aufpassen, ich bin ja klein. Ich höre einen Grünstern. Eins, zwei, ich sehe zwei Grünsterne. So. Geht's hier rüber? Alter, das ist... Scheiße, schwierig. Und ich bin runtergefallen. Ich habe schon denken können, dass ich da irgendwas mache, deswegen wollte ich gerade eine Stampfattacke machen. Was ist denn da für ein Nerv? Macht natürlich Sinn. Damit kann ich die Knochen trocken. Easy ausschalten. Aber sie können leider nicht den Weg freischalten. Finde ich kacke. Alter, jetzt habe ich echt deswegen mein Ding verloren. Dann gehe ich jetzt hier ganz schnell hoch und aktiviere halt die Halbzeitflagge. So, mal gucken. Heilige. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist eigentlich ein easy Grünstern. Aber ich lasse mich halt einfach zu einfach treffen hier. Habe ich irgendwas übersehen bis jetzt? Da ist der Stempel. Oh, also nicht. Gut. Ich bin nicht gesprungen. Der hat einfach, ist gerade nicht gesprungen. Moment. Doch, B ist springen. Dachte gerade, ich bin dumm. Aber der Spieler hat einfach meinen Command nicht angenommen. Aber das war jetzt dumm. Das war jetzt mein eigener Schritt. Ich glaube, ich mache mir das Spiel schwerer, als es ist. Und ich denke, ich werde dann vielleicht mal offscreen den Trick versuchen, den mir jemand in die Kommentare geschrieben hat. Dann werde ich mal schauen, ob ich unendlich Leben in Welt 1, 2 farmen kann. Danke für den Tipp. Jetzt wäre ich fast schon wieder gestorben, ich Idiot. Ah, bin ich gut drauf. Das hätte natürlich darüber geführt, ja. So. Ich kann auch durch meinen Controller. Boah, Alter, könnt ihr mal aufpassen. Boah, Alter. Ich habe immer Angst runterzufallen, aber auch weil ich so dumm bin, richtig? Alter, da wäre ich fast selber gestorben. Gestorben. Was laber ich da? Ich hätte fast den Stern verpasst. Ist das Cheaten, was ich hier mache? Oder ist das 100 IQ-Move? Ich glaube beides. Oder 100 IQ-Move. Das ist ja nicht verboten.
Ah, und Goldflagge. Direkt geschafft. Gut. Ja. Was ist das denn da hinten für ein Level? Ist das auch so ein Zusatzlevel? Ah, da ist der Stempel der Welt. Da ist wieder ein Geisterhaus. Easy Stempel. Aber trotzdem sieht es noch aus, als würde es noch eine Welt geben. Da ist wieder der Pixel-Luigi hier. Soweit ich weiß, soll es ja eigentlich in jedem Level eingeben. In ein paar haben wir ihn ja gesehen, aber ich glaube nicht in allen. So, geh mal in Welt 5, 8-5. Binde Wassergänge. Das war, glaube ich, wieder ein Plessy-Level, ja. Mit wem gehen wir denn rein? Mario! Ah, oh, das kann doch nur interessant werden. Diese Kaulquappen oder was es darstellen soll, sind eigentlich komplett harmlose Gegner, wenn es gerade nicht ganz wenig Wasser ist. Stempel. Weil die Kaulquappen, die können ja nur auf Wasseroberfläche sein. Aber wenn es so tiefes Wasser ist, dann sind sie total harmlos, weil du musst einfach nur unter Wasser kommen. Ja, das ist mich echt. Ah, da ist der Pixel-Luigi. Ich hoffe, das ist Grünstein Nummer 1. Komm schon, Wasser. Kommst du wieder hoch? Ich brauche eine Katze hier. Willst du mich verarschen? Ich hoffe nicht, dass ich eine Katze brauche. Ich sehe ganz klar, dass da. Die wäre wahrscheinlich da unten gewesen, oder? Da müssen wir in das Level halt nochmal rein. Oder? Holy shit! Als ob das funktioniert hat. Easy! So, jetzt darf ich halt nichts verpassen. Das war's? Na, ich bestimmt irgendwas mit Plessy übersehen. Das wette ich jetzt. Ja, hier kriegt man eine Katze. Aber wohin? Ich habe safe bei dem Plessy-Abschnitt was übersehen. So. Alter. Wolke? Ich hoffe, das ist nicht Stern Nummer 3. Bitte. Ja, wo soll ich sonst was übersehen haben?
Das ist Trend Nummer 3. Dann habe ich echt im Plessy-Abschnitt wahrscheinlich was übersehen. Dann lass uns wenigstens schon mal die Goldflagge holen. Naja. Da ist die Kalkwabe. Was ist dann hier für ein Level? Pilzhaus. Kann ich ja reingucken. Vielleicht krieg ich gute Power-Ups. Ich glaube, ich nehme Tanuki. Tanuki nehme ich. Weil mit dem kann ich schweben. So. Ich denke halt echt, ich habe bei Plessy was übersehen. Weil anderswo kann ich es mir nicht vorstellen. Der erste Stern war direkt vor Plessy. Vielleicht. Ja, keine Ahnung. Natürlich mit dem wunderschönen Power-Up hier wäre der erste easy gewesen, weil ich kann ja Wandsprünge machen und danach schweben. Das kann ich ja ausprobieren, ob das damit echt easy gewesen wäre. Da oben ist er ja. Ja, das wäre komplett easy gewesen. So, Plessy. Du warst safe irgendwo. Mein Grünstern. Oder er ist da, wo ich ihn gerade gesehen habe. Auf dieser Mauer hier oben. Dann hätte ich ihn sowieso nicht holen können, weil ich keine Katze hatte. Die habe ich erst hier oben gekriegt. So, dann schauen wir, dass wir hier easy durchkommen. In die Wolke muss ich ja nicht mehr. Voilà, das Level ist wieder beendet. So, mal gucken. Ah, jetzt gehen wir ins Geisterhaus. Was anderes gibt es ja nicht mehr übrig. Was ist denn hier? So, ab ins Geisterhaus. Ein Licht im Dunkeln. Und wer geht ins Geisterhaus? Geht's wieder Luigi. Luigi's Mansion. Da war Pix-Luigi. Oh, habe ich direkt den richtigen Charakter. Zufallsentscheidung, du bist ein Gott. Guck mal einfach mal. Willst du mich verarschen? Was war
das denn? Ich habe mich nur versucht, mit der Katze hochzuklettern, ging aber nicht mehr. Geil. Jetzt bin ich ohne Katze unterwegs. Tatsache. Ich kann hier jeden Geist platt machen. Alter, was war das? Jetzt habe ich echt das Licht verloren. Wie dumm denn? Aber ich glaube, da vorne gibt es neues Licht. Nee, war nur Powerblock. Ah, hier gibt's Tanuki. Warum gab's noch einen Anfang? Okay. Ein Grünstern erst. Das kommt mir irgendwie nicht richtig vor. Gucken wir einfach mal weiter. Licht. Aufzug, geil. Boah. Zwei, passt. Okay. War ich gerade einfach nur... Habe ich einfach gerade nur Glück, dass ich die richtige Tür hatte, oder habe ich schon meine Chance verbaut, alle Grünsteine zu holen? Alter, willst du mich verarschen? Weil ich zu früh gepumpt habe. Safe. Alle Geister töten. Grünstern. Der ist doch safe nicht so easy. Okay, so kann man es auch machen. Oh. Easy. (lacht) 43.000 Punkte. Ah, geht doch. Aber was ist das da hinten? Das haben wir 18 Minuten. Das ist so ein interessantes Level, denke ich. Aber mal gucken, wo die Röhre hinführt. Okay. Hier ist... Wollte schon sagen. Nur Erkunden des Vergnügungsparkes? Krallen raus im Rätselhaus. Mario. Also ist das ein Rätselhaus, was Katze benötigt. Verstanden. Also wenn ich hier beide Katzen verliere, ist es also aus mit dem Rätselhaus. Ach nee, das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden hier.
Obwohl, hä, ich dachte, das wird schwieriger. Oder er zeigt uns jetzt nur Vorsachen und es wird noch schwieriger. Jetzt geht's aber noch vollkommen. Okay. Das ist eigentlich easy. So, das. Und wenn es jetzt wieder so ein Tic-Tac-Rätsel ist. Oh. Letzte Sekunde, ey. Letzte. Bis jetzt habe ich alles gemacht, oder? Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe in der nächsten Folge von Super Mario 3D World. Ciao, euer Gladius.